Das ist Udo. Hallo. Ja, was denn? Hä, was? Hi, this is Mila Perez calling you from Financial Market. How are you? Hello, can I talk to Gerald? Oh, ihr habt doch schon mal angerufen. Was hast du denn jetzt noch? Sir, I'm getting a call regarding the platform you were setting up. Yeah. Hello, sir. I'm getting a call from the online trading platform. Hallo? Ja? Guten Tag, hier ist Nadia. Hallo? Herr Steiner? Ja. Bitte bestätigen Sie noch kurz den Auftrag und nennen Sie uns jetzt Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Lili Stern, wir haben gerade jetzt telefoniert miteinander. Ja, dann wurde etwas abgebrochen. Ja? Hallo. Matthias Kump vom IQ Traders. Grüße Sie. Und zwar, ich rufe hier einfach an wegen dem Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handeln. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Schnipselparty. Ich habe euch wieder eine ganze Menge kleine Schnipsel mitgebracht von den Telefonaten, die übrig geblieben sind, also sich nicht für ein ganzes Video gelohnt haben und viel zu kurz gegangen sind. Trotzdem ist es ja viel zu schade, die teils lustigen Schnipsel wegzuschmeißen. Demzufolge viel Spaß mit unserer Schnipselparty. Hallo, was ist das? Was? Denken Sie. Hast du gerade einen Schwanz im Mund oder warum hört sich denn? Oh, I don't think you speak English and you speak like. Have you a cock in your mouth? Ja, wer fängt das Telefongespräch nicht an mit Hallo, sprechen Sie Englisch? Tja. Naja, auf jeden Fall war sie dann ganz schnell wieder weg. Hallo? Ja, was denn? Timmy? Ja? Hallo, Timmy, you speaking? Nein. Nein, only German. Okay, hold on. Ich verstehe wirklich nicht, was die Abzocker sich dabei immer denken, in Deutschland anzurufen mit ausschließlich der englischen Sprache. Denn meines Wissens nach, zumindest auch laut den Statistiken, sind hier die älteren Menschen gerade die, die hier immer beschissen werden. Ja, und gerade die hatten nicht unbedingt Englisch in der Schule damals. Also, da sind viel, viel oder prozentual viel, viel weniger Menschen der englischen Sprache mächtig, wenn sie hier die alten Leute abzocken wollen. Tja, ich frage mich, was das immer wieder soll, aber scheinbar denken sie sich, probieren kann man es ja mal. Hä, was? Hi, this is Mila Perez calling you from Financial Market. How are you? Geht es auch auf Deutsch? So, I'm good too, thank you for asking. Lorek, personal account manager, and I'm calling you regarding your trading account. Do you have a Financial Market? Can you come closer to the phone? Come close to the phone so I can hear you properly. Hello? Hello. Hi. Yeah. So my name is Mila, as I told you, and I'm calling you regarding your trading account. Reynes, do you have any experience or is it your first time? Uh-huh. What does it mean, uh-huh? Uh-huh. You silly? Vor allem ist das hier wirklich auch nur ein kleiner Geschmack von oder ein kleiner Vorgeschmack von dem, was ich hier so auf Englisch reinbekomme. Denn mein Telefon, ich habe hier jeden Tag englische Gespräche an der Leitung und weiß nicht, was das soll. Weil letztendlich habe ich mich nie für irgendeine englischsprachige Plattform angemeldet, sondern habe immer angegeben, dass ich aus Deutschland komme. Und das kann man ja auch bei den Telefonnummern so angeben und auch, wo man herkommt. Das wollen die ja alles immer schon allein in ihrer Werbe- oder auf ihrer Werbeseiten wissen. Tja. Hello, can I talk to Gerald? Oh, ihr habt doch schon mal angerufen. Gerald, do you speak English? Nein, wir haben ja einen deutschen YouTube-Kanal und dann möchte ich hier bitte auch auf Deutsch beschissen werden und nicht auf Englisch. Do you speak German? Ja. Okay. Steht doch da in eurer Anmeldung. You understand English, yes? Huh?
Yeah. Okay. I'm calling you from financial market. Ja, kannst du mir da jetzt mal einen deutschen Mitarbeiter ranholen, oder? Und one minute, eine Minute. Hm. Geht doch sogar schon fast. Mein Name ist Mila Perez. Ach, hast du jetzt dein deutsches Skript rausgesucht? Ich Account Manager. Ja, ich Account Manager, okay. Weiter? Ja. Sie haben ein Handelston eröffnet. Oh, das liest aber schön vor. Aha. Hm. Ich helfe dir, es zu aktivieren. Mhm. Ja, und? Okay. Du hast einen Computer. Mhm. Und du? Okay. Sie können das Programm herunterladen und ich helfe Ihnen, es zu aktivieren. Hast du denn nicht den Punkt mit der Kreditkarte vergessen? Dann müsste doch jetzt erst die Frage mit Visa-Karte und Mastercard kommen. Okay. Which one do you have? Ja, aber dann machen wir halt mit AnyDesk weiter, ja? Hm? Well, hast du Visa oder Master? Beide. Visa? Ja. Okay. Okay, öffne deinen Computer. Ja. Aha. Ja. Ich schicke dir Post von Mila Perez. Hello. Ja, ich guck mal im Briefkasten. Okay, und einen Moment. Mhm. Ich rufe Hello. Ja. Die Musik ist scheiße. Mhm. Ja. Und Mila Perez. Ja. Von Mila Perez. Mhm. Jetzt antworte mir Hallo. Hallo. Mhm. Ja. Habe ich. Und nun? Moment. Ja. Ja, ihr müsst es da unbedingt mal mit der Musik ja, da im Hintergrund hinkriegen. Haben Sie meine E-Mail erhalten? Nee. Hab noch nicht geguckt. Yes? Keine Ahnung. Hab grad keinen Bock, an den Computer zu gehen, weil wir müssen gleich los. Ich hab ja auch noch andere Verpflichtungen, außer dem Bums hier. Schickte mir eine E-Mail mit Hallo. Ja, wenn ich das irgendwann finde, kann ich mal Hallo reinschreiben. Ich guck ja da ab und zu mal rein. Also so 536 Mal am Tag ungefähr. Aber euer Skript da ist irgendwie scheiße. Das ist ja... Stehen da keine richtigen Antworten drin zu irgendwelchen Fragen, die mal kommen könnten oder so? Ja. So, was machen wir jetzt? Schweigen wir uns jetzt an. Da hat die Tante ernsthaft ihr deutsches Skript vorgeholt, kann kein Deutsch und versucht das abzulesen. Und dann auch noch sowas von miserabel. Naja, ihr könnt es euch ja vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwelche ausländische Sprache vor euch liegen hättet, kennt diese Sprache überhaupt nicht, wisst überhaupt nicht, wie man das ausspricht und sollt das jetzt vorlesen. Ja, so klingt's dann halt, ne? Absolut Wahnsinn. Da hat die wirklich einen deutschen Zettel geholt und hat die Scheiße auf Deutsch vorgelesen. Und ist der Meinung, sie hätte damit durchkommen können? Ich weiß mal nicht. Also, ich meine, ich halte ja sowieso schon nicht viel von der Intelligenz von diesen Callcentern. Na, aber sowas? Also, ich meine, eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, dass da Leute sitzen, die zumindest schon mal in Deutschland waren oder irgendwie mal Deutsch Unterricht genommen haben. Weil letztendlich so ein bisschen antworten können ja viele. Aber das war ja absolut nur vorgelesen. Stark. Naja, machen wir mal weiter. Was ist denn jetzt noch? Sir, I'm getting a call regarding the platform you were setting up. Ja, quatsch mit mir auf Deutsch. Wir haben ja einen deutschen YouTube-Kanal und das verstehen nicht alle. You do not speak English, right? Nein.
Which other languages do you speak? I speak German. Oh, you speak English very well as well. Yeah, it's not my problem. Sir, you know, you were saying... Nein, wir machen jetzt hier nicht auf Englisch weiter. Außerdem muss ich jetzt gleich los. Why do you refuse to talk in English? Ich habe ja so eine Regel, dass ich nicht auflege. Das ist doch voll kacke. Habe ich ja noch nicht gemacht. So, denn, Quatsch, meinetwegen weiter, ich muss jetzt los. You know, I don't speak English, I don't understand what you're saying. Ja. Ja, ich hatte es wirklich eilig, denn ich wollte bei uns in den kleinen Städtezoo gehen und die kleinen Tiere streicheln. Ja, und da hatte ich es dann halt schon ein bisschen eilig, da jetzt mal langsam loszukommen, ne? Weil, wenn man da vor 12 Uhr hingeht, dann hat man da einen ganzen Tag Zeit und kann alle Tiere streicheln. Naja, ergibt genauso viel Sinn wie das, was die am Telefon erzählen. Aber das mit den kleinen Tierchen hat gestimmt. Hello, sir. I'm getting a call from the online trading platform. You speak English, right? Kannst du mich auf Deutsch voll quatschen? Weil Englisch habe ich keine Lust. Das ist ja ein Do you understand English? Das ist ein deutscher YouTube-Kanal. You cannot speak English, right? This is a German YouTube channel. This is a German YouTube channel? Yes. But this number was indicated on the platform under Kleine's name. Sure. Geht das jetzt auch auf Deutsch, oder habt ihr da nicht irgendwie so einen Zettel, den ihr da ablesen könnt? I don't understand you. Weil das hatte die andere komische Kuh vorhin auch. Die hat dann alles auf Deutsch vorgelesen und hat dann kein Wort verstanden. Okay, thank you. Mhm. I don't understand. Ja, und jetzt willst du dann einfach auflegen, oder was? Okay. Ja, und weiter? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weigere mich auch mit den Leuten hier auf Englisch zu quatschen, weil letztendlich sind wir hier in Deutschland und da möchte ich auch gerne irgendwie ein bisschen auf Deutsch beschissen werden und nicht auf Englisch. Ich meine, letztendlich, die meisten in Deutschland können auch kein Englisch, traurig aber wahr, liegt aber auch ganz einfach an unserer Geschichts- oder an unserer Geschichte, das, naja, und ich meine, so G20 und so, naja, brauchen wir nicht ausdehnen, aber letztendlich, ich sag ja doch sogar, dass ich einen deutschen YouTube-Kanal habe. Und das hat sie auch eigentlich verstanden. Also bin ich zumindest der Meinung. Aber irgendwie, naja, die hellste ist er halt auch nicht. Tja, schon irgendwie dramatisch. Naja, machen wir mal weiter. Hallo? Ja? Guten Tag, hier ist Nadia, hier ist Eichenschneider. Wir haben gestern telefoniert. Erinnern Sie meinen Namen? Nö, eigentlich nicht. Ja und, nun? Was denn jetzt? Hallo? 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 Wie vielleicht der ein oder andere hier an dem Echo gehört hat, wir sind wieder genau in dem Callcenter gewesen, wo wir schon ganz oft die gleiche Tante dran hatten. Und da hieß die Tante nicht Nadja, sondern exakt die gleiche Quietschestimme. Ihr könnt euch das Video ja selbst mal raussuchen. Exakt die gleiche Quietschestimme hat sich dort mit dem Namen Gabi Winter gemeldet. Und jetzt heißt sie auf einmal Nadja und hat keinen Nachnamen? Ich glaube, das ist einer der besten Beweise dafür, dass die wirklich nur Fake-Namen haben. Ich meine, das ist uns eh alle klar, dass die nur Fake-Namen haben, aber hier ist es ja jetzt auch noch ein Beweis, weil es ist exakt die gleiche Stimme. Also auf den Punkt. Naja, und man merkt es ja auch, bevor das Echo jetzt hier in der Leitung zu hören war, hat sie auch aufgelegt. Das heißt, sie kennt mich auf jeden Fall, weil sie hat ja nicht zu Ende gesprochen. Und eigentlich gleich nach dem Namen, dass sie Nadja ist, das Gespräch dann abgewürgt. Beziehungsweise gar nicht mehr gesprochen. Naja, und dann war ja auch die Geschichte wieder mit dem Echo und dann hat sie wohl aufgelegt, so wie es ausgesehen hat. Grundsätzlich ist es auch so, dass ich wirklich nie auflege. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich überhaupt mal aufgelegt habe in einem Gespräch. Weil letztendlich geht es mir darum, egal ob ich die Typen da auf der anderen Leitung verstehe oder nicht, dass ich so möglichst viel Zeit von denen verplemper, wie es nur geht. Dass die, ja, einfach weniger Leute bescheißen können. Und dann ist mir egal, ob die mich jetzt auf irgendeiner anderen Sprache voll lutschen und das dann keiner versteht. Wichtig ist eigentlich nur, dass die in der Zeit halt keinen bescheißen können. Und wenn es auch nur einer weniger ist pro Mitarbeiter am Tag.
Ich meine, wenn die Leute hier mit mir 2-3 Stunden telefonieren, dann sicherlich sogar mal ein bisschen noch weniger Kunden, die sie bescheißen konnten. Und das ist immerhin ein Erfolg, ne? Haben wir vielleicht dann an so einem Tag mal schnell 10 Leute gerettet, die es hätten werden können. Und dann darf man ja nicht vergessen, es gibt auch noch viele, die allein aus den Videos hier schon gelernt haben und immer wieder ein paar neue Hinweise haben, worauf man so achten kann und geben das Ganze auch weiter. Und wie ich auch sehe, ihr habt auch schon das ein oder andere Mal ziemlich fleißig auf Facebook die Videos verbreitet. Ich kann zwar nicht sehen, wer, aber ich kann sehen, dass auch ganz viele Zuschauer über Facebook auf den Kanal hier kommen. Naja, und das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Umso mehr Leute das Ganze hier sehen und hören, also mehr hören als sehen, oder wie auch immer, umso mehr Leute können einfach nicht beschissen werden und umso mehr Leute schützen wir vor dem ganzen Kram. Hallo? Herr Steiner? Ja. Super schön. So, Donald am Apparat und ich melde mich von Predero. Donald? Genau. Also wie Donald Duck? Ja, schon klar. Okay. Wie geht's da? Alles Palette, alles in Ihrem Referat? Bei Ihnen ist so laut im Hintergrund. Ach so, lauter? Ja, da ist irgendwie Musik. Ach so, stört Ihnen die Musik, Herr? Ja, wäre schön, wenn Sie die ausmachen. Also, aus kann ich nicht machen, aber ein bisschen runter könnte ich gerne machen. Moment bitte. Ja, ich wäre für aus. So, Herr, so, Sie sind bei unserem Plattform gerade, bitte? Aber die Musik ist noch genauso wie vorher. Moment, bitte. Einmal das rote Knöpfchen für Ausschalten, bitte. Moment. Ja. Also, jetzt ist besser? Ja, nee, ich höre die Musik im Hintergrund noch. Also, es gibt da eigentlich viele Mitarbeiter, das arbeiten gerade, deswegen. So, Herr, Versteiner. Ja, aber wir reden nur weiter, wenn die Musik aus ist. Weil ich bin ja jetzt hier angeblich auf einer Trading-Plattform und da läuft normalerweise keine Musik. Und wenn wir das Problem mit der Musik jetzt hier nicht behoben bekommen, dann habe ich keine Lust. Okay, dann in einer Minute, okay? Moment. Ja, nee, jetzt. Moment, bitte. Legen Sie nicht auf, Moment. Ja. Ja, schon geil irgendwie, denn der Typ hat zu mir gesagt, ich soll nicht auflegen, legt dann aber selbst auf. Ich weiß nicht, was das irgendwie werden sollte, keine Ahnung. Also, naja, wenn er der Meinung ist, er will kein Geld verdienen, umso besser, dann lassen sich hoffentlich auch weniger Leute bescheißen. Es ist tatsächlich ein richtig gutes Indiz, immer mit der Musik im Hintergrund, denn keine seriöse Firma hat da einfach Musik im Hintergrund. Klar, im Klamottengeschäft ist das Ganze was anderes, da sollt ja ihr auch bespaßt werden. Da läuft in der Regel aber auch tatsächlich handverlesene Musik über Playlisten, die schon von Marktspezialisten auch zusammengesucht wurden. Da läuft in der Regel nicht irgendein Bums. Da läuft wirklich das, was die breite Masse hört. Also exakt das, was eben auch die Zielgruppe also ihr, ne? Also wenn ihr da reingeht, seid ihr die Zielgruppe. Und wenn viele aus eurem Alter da einkaufen gehen, dann habt ihr auch exakt die Musik, die euch gefallen wird. Ist in der Regel immer so. Das ist genauso wie, wenn ihr, um jetzt mal einen Namen zu nennen, in New Yorker reingeht oder bei H&M. Da habt ihr grundsätzlich die Charts laufen irgendwie bei New Yorker sogar eher noch basslastig. Da hängen die fetten Zapfhufer schon an der Decke. Ja, ganz einfach, weil die Kleidung ist auch für die Jugend gedacht. Geht ihr dann allerdings, keine Ahnung, was es so alles gibt, Ulla Popkins, keine Ahnung, da läuft dann nicht mehr irgendwas aus den Charts und schon gar nichts mehr mit Bass. Da habt ihr dann die ruhige Musik, die halt eben auch genau der zur Altersklasse passt. Ne? Also das, was die Leute eben gerne hören in dem Alter. Ja, aber wir müssen hier meistens irgendwelches Gejaule oder irgendwelche Techno-Veranstaltungen ertragen und meistens rufen die ja ältere Leute an. Das passt irgendwie nicht. Also da macht sich irgendjemand einfach keine Gedanken über sein Geschäftsmodell. Aber genau das ist das, wo ihr eben immer drauf achten könnt. Läuft da Musik im Hintergrund am Telefon, ist da in der ganzen Geschichte irgendwas so richtig faul. Und da braucht man sich auch gar nicht rausreden, denn es gibt keine seriösen Telefonunternehmen oder Callcenter. Mensch, stellt euch mal vor, ihr ruft bei der Telekom an und seid da in der Diskothek gelandet. Also ich glaube nicht, dass das jemals irgendjemandem mal passiert ist. Ich meine gut, in Corona-Zeiten kann es sein, dass der Fernseher vielleicht mal im Hintergrund zu hören ist. Sowas gibt's schon. Allerdings sorgt die Telekom zum Beispiel auch dafür, dass sie selbst bei ihren Mitarbeitern anrufen, wenn die jetzt nun mal im Homeoffice sitzen.
ob da auch wirklich die Leitung gut klingt. Und ist da irgendwas im Hintergrund, wie ein Radio oder ein Fernseher zu hören, dann kriegt der Mitarbeiter richtig Probleme. Denn das ist verboten. Ne? Letztendlich verbreiten die Musik. Das ist nicht erlaubt. Bitte bestätigen Sie noch kurz den Auftrag und nennen Sie uns jetzt Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Hä? Was ist das? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ja, und so ein witziges Ding habe ich tatsächlich auch schon reinbekommen, wo mich einfach ein Automat voll quatscht und ich irgendeinen Auftrag bestätigen soll. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht daran erinnern, welcher Auftrag das gewesen sein soll. Denn zu irgendeiner Trading-Plattform passt das Ganze hier nicht. Das klingt eher so, als hätte ich irgendein Zeitschriften-Abo bestätigen sollen, habe aber keins abgeschlossen. Es wäre ja schön, wenn hier mal wieder ein paar deutsche Betrüger anrufen würden, damit man die auch vernünftig am Telefon versteht und vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung in dem Ganzen drin ist. Tja, aber die deutschen Betrüger, die bleiben halt leider ganz schön rar. Es haben mal wieder welche angerufen, da hört ihr demnächst auch mal was, aber leider auch eher in den Schnipseln, denn die Deutschen, die sind nicht ganz so blöd und begreifen den Betrug auch ziemlich schnell. Aber ist ja egal, euch gefallen ja die Schnipsel. Ich find's auch mal ganz abwechslungsreich, nicht immer nur das Gleiche am Telefon zu haben. Lili Stern, wir haben gerade jetzt telefoniert miteinander. Ja, dann wurde etwas abgebrochen. Ich habe gesagt, hallo, hallo, ganze Zeit. Sie haben mich nicht gehört. Herr Steiner. Ja. Also, jetzt wir weiter. Können Sie bitte Ihre Online-Banking öffnen? Ja, aber ich dachte, Sie wollen eine Kreditkarte haben. Ja, Kreditkarte schon, aber mit American Express, ich sag, arbeiten wir nicht. Ach so, ja. Ja. Warum nicht? Weil das ist die amerikanische Zahlungsmethode. Amerikanische Zahlungsmethode, Herr Steiner. Nicht deutsche, nicht österreichische oder Schweizer. Ja, kann man doch aber in Deutschland auch benutzen. Ja, das schon, aber wir unterstützen amerikanische Zahlungsmethode nicht, Herr Steiner. Aha. Okay. Also können Sie bitte Ihre Online-Banking öffnen jetzt? Dann helfe ich weiter. Ja, dann kann ich da mal, ja. Aber ich habe jetzt den Grund von Ihrem Anruf irgendwie auch noch gar nicht verstanden so richtig. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja, und wo ist jetzt die Antwort? Machen Sie da mal die Musik im Hintergrund aus, die ist ja furchtbar. Ich weiß, dass die Musik furchtbar ist, Herr Steiner. Ja, dann machen Sie das mal aus. Einmal mal bitte. Ja. Aufstehen, Knöpfchen drücken, ausschalten und wieder zum Telefon gehen. Müsste machbar sein, denke ich mal. Okay, haben Sie, nutzen Sie WhatsApp, Herr Steiner. Nutzen Sie WhatsApp. Dass Sie dann einfach WhatsApp. Als erstes machen wir mal die Musik aus. Weil das kann es ja jetzt hier nicht sein. Okay, also jetzt, Herr Steiner, hören Sie mich? Ja. Gut, Herr Steiner, jetzt zu der Sache, ja? Mhm. Haben Sie jetzt Ihre Online-Banking geöffnet, ja? Nee, noch nicht. Ich hatte ja auch eine Frage gestellt, aber darauf hatte ich noch keine Antwort. Sie meinten, Sie hätten die Frage gehört. Stellen Sie sich Frage. Ja, okay, stellen Sie. Ich versuche zu antworten. Ja. Gerne. Die Frage ist eigentlich, warum Sie mich anrufen, weil ich verstehe gar nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Wie verstehen Sie nicht? Ich habe jetzt gerade alles erklärt, weil Sie sich registriert haben auf unserer Plattform und ein zusätzliches Einkommen zu verdienen. Stimmt das, Herr Steiner? Ja, das kann ja sein, aber warum rufen Sie dann gleich an? Ja, weil da unten gibt es so eine Option. Ja, wenn Sie darauf klicken, wo steht, dass wir alle weiter Ihre Daten bearbeiten dürfen. Und Sie haben angeklickt. Jetzt, das ist normal, wenn eine Firma reagiert. Wo habe ich das denn angeklickt? Ja, da unten, es gibt so eine, also Satz steht, ja, da unten, wenn Sie auf der Webseite sind, ja, dann haben Sie sicher angeklickt. Ich habe mich doch über eine Werbeseite angemeldet, nicht bei Ihnen auf der Webseite. Also bei der Anmeldung, ja, bei Ihrer Anmeldung haben wir die Kontaktdaten von Ihnen bekommen gleich. Ja, ist ja okay, aber ich verstehe jetzt Deswegen melde ich mich bei Ihnen, Herr Steiner. Ja, nur weil ich mich jetzt angemeldet habe, rufen Sie gleich an. Ja, um zu wissen, also mit wem ich betreut sein muss, verstehen Sie, weil Sie angemeldet haben, Herr Steiner. Ja, aber ich verstehe den Grund des Anrufs jetzt noch nicht so richtig. Wie verstehen Sie das nicht? Ich möchte Sie helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren.
weil Sie gerade versucht haben, ja, also registriert haben, ja, und dann Ihr Handelskonto aktivieren. Und ich bin, um zu unterstützen und helfen, weiterzumachen, ja? Mhm. Und wenn man sich jetzt irgendwo anmeldet, dann kriegt man da gleich einen Anruf. Ja, weil ich Ihre Kontoberaterin bin, Manager natürlich, ja. Ich bin ja hier, um Sie zu helfen natürlich. Und ich bin auch als Informationsquelle, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie bitte auch ruhig. Dafür bin ich hier, ja. Ich stehe zur Verfügung, ja, für Sie, Herr Steiner. Mhm. Okay. So ja, wo sind Sie denn, wo sind Sie denn registriert mit der Plattform? Also, meinen Sie jetzt, wo unser Büro ist oder allgemein, also? Ja, wo ist denn, ja, fangen wir mal mit dem Büro an. Wo sitzen Sie denn? Wir sitzen in Berlin, also Hauptsitz auf jeden Fall, ja, Hauptsitz in Berlin. Aha, und die Straße? Ja, also soll ich jetzt alle, also die Adresse von uns geben, oder wie? Mhm. Herr Steiner? Ja. Hallo? Hallo? Ich dachte, Sie sind da, um mir zu helfen und meine Fragen zu beantworten. Jetzt machen Sie Ihr Mikrofon aus. Was ist denn jetzt mit meiner Frage? Entschuldigung, ja, also Herr Steiner, Sie haben mich gefragt, ja, wo unser Hauptsitz ist. Ja, ich habe geantwortet, Berlin. Ja, und die Straße? Die Frage war, wo also ist die Straße? Ach so, Hausberger Straße 11. Wie heißt Herr Steiner? Hausberger Straße 11. Sie können nachschauen. Hausberger. Ja, genau. In Berlin. Genau, in Berlin. Möchten Sie zu uns zu Besuch kommen? Oder wieso fragen Sie? Nö, aber ich möchte ja schon wissen, wo ich mein Geld rein investiere. Sie investieren auf Ihr Handelskonto, Herr Steiner, um zu handeln. Ja, aber ich muss ja wissen, wo genau, ne? Hm? So. Okay, ich schicke Ihnen, nutzen Sie WhatsApp, ja, Herr Steiner. Ich werde diese Link schicken, dann schauen wir alles gemeinsam, ja? Ja, aber die Straße Hausberger Straße 11 in Berlin, die gibt es nicht. Moment mal, ja, worauf warte ich denn jetzt wieder? Sie müssen doch wissen, wo Ihr Hauptsitz ist oder wo Sie sitzen. Sie wohnen aber nicht in Berlin, ja, Herr Steiner? Doch, ich wohne in Berlin. Nein, Sie wohnen nicht in Berlin. Natürlich wohne ich in Berlin. Sie wissen nicht, es gibt eine Straße in Berlin, nämlich. Gehen Sie jetzt zu der Plattform, ich zeige alles. Ja, dann gehen wir zu der Plattform, bin ich drauf, ja. Also, nein, Sie sind gar nicht drauf. Ich werde das schicken, ja? Ja, nein. Die E-Mail-Adresse von Ihnen stimmt. alfred.steiner@gmail.com, ja? Aber wo ist denn jetzt Ihre Firma? Das haben Sie mir immer noch nicht verraten. Ja, mit der Dame haben wir auch nicht das erste Mal telefoniert. Die hatte ich schon mal dran. Aber anderweitig veräppelt. Tja. Aber die Straße nennen, das kann sie wohl nicht. Denn letztendlich, ich habe tatsächlich zu der Straße, Hausberger Straße 11 in Berlin, keinen Eintrag gefunden. Tja, wird es wohl die Straße nicht in Berlin geben. Und da hat sie sich schnell irgendwas aus den Fingern gesaugt. Vielleicht am besten noch die Straße vom Kunden zuvor. Und ja, naja, scheinbar rechnen die Betrüger auch gar nicht damit, dass man so intelligent ist und den ganzen Quark da von denen nachprüft, den die einem da am Telefon erzählen. Die meisten Kunden nehmen das wohl wahrscheinlich einfach nur hin, was man denen sagt. Aber nachprüfen, tja, da sind wir alle in der Regel zu faul zu. Ist genauso wie mit AGBs lesen, wer liest sich das dicke Zeug schon durch. Tja, und damit rechnen halt eben die Betrüger einfach, dass man einfach macht und nicht drüber nachdenkt, was man da macht. Die spielen halt einfach mit der Gier, ne? Ja? Hallo? Ja, mein Name ist Maximilian Rufner. Ich höre Sie überhaupt gar nicht. Hallo, ist das jetzt besser? Nö. Sie sind ganz, ganz leise und es rauscht. Ist das jetzt besser? Naja, verhältnismäßig ist es jetzt lauter, aber es rauscht auch lauter. So, Herr Stein, können wir jetzt unterhalten oder können Sie jetzt nicht... Jetzt höre ich Sie, ja. Okay, Herr Steiner, ich bin von der Firma Golden Gates und ich bin von der Qualitätsabteilung. Sie haben heute mit Herrn Hegemann gesprochen. Es geht um Ihre Registrierung, die Sie am 4.10. gemacht haben. Aha, wo denn? Golden Gates, Sie haben sich für die Kapitalvermehrung interessiert. Mhm. Sagen Sie mir bitte, ob Sie vollständig die Informationen erhalten. Haben Sie vielleicht noch irgendwelche Fragen? Also, keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, um welche Seite das gerade geht.
Na, Golden Gates, wir sind ein Brokerage-Unternehmen. Ein was? Eine Brokerage-Unternehmen. Habe ich immer noch nicht verstanden. Alles klar, okay, vergessen Sie es einfach. Wiederhören. Tja, schon interessant, dass die Betrügerfirmen auch angebliche Qualitätskontrollen haben. Oder Abteilungen oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte auf Betrügerdeutsch, ich weiß es nicht. Aber naja, ich meine, wenn die beim ersten Mal kein Geld bei mir rausholen konnten, weiß ich nicht, was er sich jetzt beim zweiten Mal versprochen hat. Weil einzahlen werden wir da definitiv nicht, denn wir wissen ja alle, was das für Unternehmen sind. Und schön, dass er... Tja, dann auch gar keine Lust hat. Er ruft mich an, weil er von irgendeiner Qualitätsabteilung ist, weiß, dass ich mit irgendeinem anderen Kollegen am gleichen Tag schon gesprochen habe. Naja, und nur weil ich ihn jetzt nicht verstehe, was ich ja wirklich nicht verstanden habe, weil es hat unfassbar gerauscht in der Leitung. Hinterher hier in der Aufnahme hört ihr das ja immer nicht mehr ganz so extrem. Ich versuche das ja alles rauszufiltern, genauso wie die Musik und diesen ganzen Krach da aus dem Hintergrund. Aber ich habe es nicht verstanden. Und dann legt man da einfach auf, nur weil ich ihn akustisch nicht verstanden habe. Naja, wenn sie nichts verkaufen wollen, umso besser. Können sie weniger Leute bescheißen, wenn die eben so arbeiten. Mhm. Matthias Kump vom IQ Traders. Grüßen Sie. Mhm. Wie geht's Ihnen? Alles gut, Herr Steiner? Jo. Und zwar rufe ich einmal an bezüglich Ihrem Handelskonto für den handelsautomatisierten Bitcoins. Bin ich da richtig? Mhm. Wie haben Sie sich denn da angemeldet? War das denn mit dem Computer oder war das mit dem Handy? Keine Ahnung. Sind Sie noch im Halbschlaf, oder? Was? Sind Sie noch im Halbschlaf? Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich mich da angemeldet habe. Also Ihre Daten sind hier bei uns eingegangen in das System mit dem Namen Gerald Steiner und Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse. Kriegen Sie denn mehrere Anrufe oder bin ich der Einzige, der Sie jetzt anruft? Nö, ich krieg so, weiß ich nicht, 30, 40 Anrufe am Tag. Am Tag? Ja. Mhm. Okay, kommen die immer aus Deutschland, oder? Nö, meistens aus dem Ausland. Okay, und wie haben Sie sich da eingetragen? War das jetzt über YouTube, Mail oder Facebook-Werbung? Keine Ahnung, die haben halt irgendwann angerufen. Ich gehe mal davon aus, das war so ein Facebook-Datenleck. Okay, und wo, was haben Sie denn überhaupt gesucht da? Was war denn Ihre Intention dahinter? Da war nichts. Also nicht irgendwie Geld verdienen nebenbei, oder? Nö. Ich denke mal, Ihre Daten haben Sie nicht aus Flugs eingegeben, oder? Irgendwas wird ja erschienen worden sein. Ich hab's Ihnen ja gerade gesagt, ich habe meine Daten nirgendwo eingegeben. Seltsam. Ja, seltsam ist, dass Sie mich anrufen, weil Sie gehören zu dem Betrugsunternehmen. Sie gehören zum Betrugsunternehmen? Naja, sonst würden Sie mich ja nicht anrufen, ne? Herr Steiner, wie heißt denn das Unternehmen, wo ich arbeite? IQ Traders, und das ist illegal. Das ist richtig, aber was dann daran illegal? Hm, ich habe übrigens mal nachgefragt, ob eToro euch kennt. Nö, kennen sie nicht. eToro ist ja auch eine eigenständige Plattform. Ja, aber das letzte Mal hast genau du mir sogar erzählt, du Würstchen, dass ihr mit eToro zusammenarbeitet. Nein. Doch. Dann kann ich mich aber nicht erinnern, Herr Steiner. Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Schau doch mal nach. Nee, tja. Also ich habe ihn noch gar nicht zukommen lassen, gar nicht. Das war nämlich auch nicht der Herr Steiner. Dann? Den Namen weiß ich nicht mehr, mit wem du da gesprochen hast, aber letztendlich war die Person auch ich. Und soll ich dir noch was sagen? Der Herr Steiner ist ein Charakter, der dazu erfunden wurde, das Betrüger-Callcenter anrufen. Und es funktioniert prima. Okay, super. Das heißt, jeder, der den Herrn Steiner am Telefon haben möchte, ist automatisch ein Betrugsunternehmen. Aha, so sieht es aus. Und das heißt, ja? Ihr gehört auf jeden Fall dazu. Okay, super. Dann weiß ich Bescheid, kann sie da einmal raussprechen aus dem System, ne? Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, das wünsche ich euch Betrügern nicht. Ja, ganz klar ein Betrügerunternehmen. Ich meine, in diesem Fall hat er sich mal nett verabschiedet. Meistens werden sie ja dann doch ausfallend am Telefon oder legen halt einfach auf. Aber der ist ja hier noch höflich geblieben. Ich glaube auch tatsächlich, dass der hier aus Deutschland anruft, weil der war der deutschen Sprache auf jeden Fall mächtig. Naja, er hat ja auch Anspielungen darauf gemacht, ob ich Anrufe aus dem Ausland bekomme. Aber unterm Strich, er ruft mich auf dieser Nummer hier an. Und diese Nummer ist ausschließlich auf Betrugswebseiten verbreitet worden. Niemals bei irgendeinem seriösen Unternehmen.
Und selbst wenn mich ein seriöses Unternehmen anruft, dann rufen sie illegal bei mir an. Denn eine Erlaubnis habe ich keinen von allen denen erteilt, mich anzurufen. Nicht einer einzigen Firma habe ich das erlaubt. Das bedeutet, jeder, also absolut jeder, der auf diesen Kanal anruft, betrügt oder macht irgendwas Illegales. Auf jeden Fall ist es kein sauberes Unternehmen. Wenigstens wurden meine Daten illegal eingekauft. Das ist schon mal klar. Naja, einen Anruf habe ich noch für euch. Und zwar, ich rufe hier eigentlich an wegen dem Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel. Mhm. Da haben Sie sich aber unterregistriert, richtig? Weiß ich nicht. Wer sind Sie denn? Wir rufen Sie von der Handelsplattform IQ Trader an. So. Genau. Und da haben Sie sich ja bei uns registriert. Habe ich das? Ja, spreche ich gerade mit Gerold Steiner? Ja schon, ja. Hm. Genau, und da haben Sie sich ja interessiert für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel. Ja, wann denn? Das war am Moment, ich schau mal kurz mal nach. So. Das war am 7.10.2021 um 14:25 Uhr. Mhm, und auf welcher Webseite? Genau, wie schon gesagt, IQ Trader. Ja, aber da habe ich mich ja nicht selbst angemeldet. Doch, da haben Sie sich bei uns registriert. Ja, wo denn? Aber nicht auf IQ Trader, das sagt mir ja nichts. Scheiße, war. Sie hatten ja Interesse für das automatisierte Bitcoin-Handel. Mhm. Haben Sie sich da bei Bitcoin Code oder bei Bitcoin Era irgendwie angemeldet? Kann sein, ja, aber wie kommen denn die Daten zu Ihnen? Ist ja herzallerliebst. Erst liest er mir exakt irgendeine Webseite vor mit exakter Zeit und exaktem Datum, wo ich mich angemeldet haben soll. Und gleich danach erzählt er mir, ich wäre über irgendeine Werbung vielleicht reingekommen. Hm. Ich finde auch, er hat ziemlich lange gebraucht, um nach dem Datum zu suchen und da waren viele Äs und Ms drin. Tja. Liegt wohl daran, dass er ein bisschen geschummelt hat. Naja, auf jeden Fall wissen wir hier wieder schon alleine an, dass er überhaupt gar nicht so richtig weiß, wo ich herkomme, mir irgendeinen Scheiß erzählt, was das hier für ein Anruf ist. Genau, weil wir bieten ja das vollautomatisierte auch an, Herr Steiner. Ja, aber gerade haben Sie gesagt, ich habe mich bei Ihnen angemeldet. Genau, haben Sie ja auch, weil Sie Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel haben. Na, dann bin ich doch aber nicht bei Ihnen automatisch deswegen angemeldet. Das sind Sie bei uns registriert. Haben Sie eigentlich schon mal was von der DSGVO gehört? Wie bitte? Ob Sie mal was von der DSGVO gehört haben? Genau, von der Datenschutzrichtlinie. Na, wenn man in Deutschland lebt, weiß man das. Ja. Ja? Aber also wenn man aus dem Ausland, aus von einer illegalen Firma anruft, weiß man das schon mal nicht. Okay, deswegen, wir rufen Sie ja nicht aus Ausland an, von Deutschland aus. Ja, das könnt ihr dem Weihnachtsmann erzählen. Übrigens hat vor 2 Minuten, bevor du angerufen hast... Ja, jetzt mal Schnabel zu. 2 Minuten bevor du angerufen hast, hat schon mal einer angerufen. Und zwar auch von euch. Und das habe ich schon mal klargestellt, dass ihr eine Betrügerfirma seid. Schnabel zu, was soll das? Herr Steiner, was du bist ein scheiß Betrüger und ein Abzocker. Mehr bist du nicht. Wo haben Sie denn diese Erziehung genossen? Tja, auf jeden Fall nicht in einem scheiß ausländischen Betrüger-Callcenter, du Witzbold. Such dir mal einen anständigen Job. Selbst einen anständigen Job suchen, weil ich denke mal, Sie sind Hartz-IV-Empfänger, ja? Weil sonst würden Sie nicht mal mit mir so reden. Naja, das hat mit einem Hartz-IV-Empfänger nichts zu tun. Ich würde mal eher sagen, dass du Abschaum bist. Und zwar das Allerletzte. Nein. Doch, du betrügst Menschen. Nein. Such dir einen anständigen Job, klar. Geh dir mal einen anständigen Job suchen. Suche dir einen anständigen Job. Immer wieder weiter. Du bist von dir so überzeugt, dass du denkst, dass du der King bist. Nö, das denken wohl die Betrüger, weil letztendlich redest du mir ja die ganze Zeit ins Wort. Worin wohnst du denn? Sag doch mal, wo steht doch bei euch im System, du Abschaum. Okay, du nennst mich Abschaum, schau dich erstmal an. Abschaum. Du zahlst nicht mal Steuern. Ihr seid einfach Abschaum. Natürlich zahlen wir in Deutschland Steuern, du Abschaum. Was machst du denn beruflich? Schau mal, ich muss dich nicht mal beleidigen, weil du richtiger Abschaum-Hundesohn bist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und wenn ich das zu dir sage, tut es mein Herz weh, also beziehungsweise da tut es halt mir selbst leid, dich so zu bezeichnen. Mhm. Weil Hundesöhne sind ja natürlich auch noch netter. Mhm. Ja? Aber du bist drüber. Du bist drüber.
Und ihr seid ja Abschaum, ihr zockt die Leute ab. Schau mal, du bist oberste Schublade von Abschaum, weil wir zocken nicht mal Leute ab. Ja, da, und du bist die unterste Leute. Schublade vom Abschaum. Du hast keine Erfahrung, verstehst du? Weißt du, und davor, damals, ne, hab ich möchtest auch deine Mutter gefickt. Möchtest du dir nicht einen anständigen Job suchen? Schau mal, damals hatte ich auch möchtest deine Mutter du dir nicht einen anständigen auch Job suchen? Das wo man vernünftig Geld verdient? Du hast vier, Schamutter. Du hast vier, ja. Du hast vier Empfänger. Wenn ich wüsste, wo du wohnst, da... Und das steht doch im System, du Abschaum. Glaub mir. Warte mal. Ich gebe dir mal meinen Boss. Jo. Na, wo bleibt jetzt der Oberabschaum? Naja, so viel zum Thema, ne? Traut ihr euch jetzt nicht mehr? Hallo, schönen guten Tag, Frau Steiner. Wie geht's Ihnen? Geht euch an? Super. Herr Steiner, ich hab gehört, dass Sie Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel hatten. Ja. Du weißt aber schon, dass du die gleiche Person bist, ne? Nein, ich bin nicht die gleiche Person, du kleiner Kachfass. Spuck auf dein Gesicht, du... Muss man dazu noch was sagen? Also wenn er sich so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Aber eins habe ich hier auf jeden Fall gelernt aus diesem Gespräch. Hartz-IV-Schamutter. Also das Wort ist so geil. Naja, auf jeden Fall hat er sich selbst ins Knie und so. Naja, beschwert sich darüber, dass er beleidigt wird und beleidigt dann einfach direkt selbst, ne? Und mal vom Duzen ganz abgesehen und ich weiß nicht, ob ein professionelles Unternehmen so mit euch arbeiten würde. Also egal, was ihr denen am Telefon an den Kopf knallt, die würden höchstens einfach auflegen, wenn man ein seriöses Unternehmen am Telefon hat, aber bei den Betrügern ist es immer wieder das Gleiche. Beleidigen, meistens wissen sie auch, was die Mutter beruflich macht oder man kennt sich vielleicht sogar persönlich oder das sind sogar die Erzeuger meiner ganzen Geschwister. Tja, wenn man die alle zusammenrechnen, meine Güte, dann wäre meine Mutter eine Gebärmaschine. Tja, ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken, aber tja, so verdienen die ihr Geld. Und dann fühlen sie sich auch noch angegriffen, wenn man deren wahren Gesicht vorholt. Und merken nicht mal, dass sie ihr wahres Gesicht ja selbst zeigen am Ende des Gespräches. Ich weiß es nicht. Aber, naja, wenn die halt so der Meinung sind, dass sie so ihr Geld verdienen müssen. Aber ich bin schon froh, dass er mich als oberste Schublade ansieht und nicht die unterste. Tja, hat er sich selbst degradiert. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Es wird in Zukunft natürlich noch weitere Schnipselpartys geben mit lauter kurzem Blödsinn. Ja, und wer möchte, ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Einfach auf den roten Button drücken. Jetzt vielleicht noch die Klingel daneben. Dann verpasst ihr auch keine meiner neuen Videos und bleibt immer up to date, wenn es irgendwas Neues gibt. Im Moment gibt es zwar leider nur sehr, sehr viele Trading-Betrüger. Naja, aber auch da ist immer wieder mal ein bisschen was Neues mit dabei. Und sobald die Betrüger sich irgendwas Neues einfallen lassen, ich gehe mal davon aus, die werden ziemlich schnell auf meiner Leitung anrufen. Und dann werdet ihr das natürlich auch ziemlich schnell hören. Wenn ihr möchtet, ihr seht jetzt hier noch ein paar Videos aus meiner Playlist. Ja, und dann bedanke ich mich, wie immer, fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.